Am vergangenen Freitag wurde im Plauner Omnibusbetrieb der erste sogenannte Plusbus vorgestellt. Mit dem Start des Vogtlandnetz 2019 im Herbst können diese als Plusbus und als Taktbus genutzt werden. Die Fahrzeuge verfügen über eine moderne und zeitgemäße Ausstattung und sind auch außen ein echter Hingucker. Vertaktung heißt das Zauberwort. Das Nahverkehrssystem wird komplett umgestellt. Der Plusbus wird künftig unter der Woche jede Stunde, am Wochenende zumeist alle 2 Stunden fahren. Ja, also der neue Plusbus ist natürlich ein schönes Verkehrssystem, was wir haben. Wir vertakten die Verbindungen. Das betrifft natürlich auch den Tourismus, die touristischen Orte, die vielen Gäste, die wir hier haben. Und die können dann immer sich darauf verlassen, dass stündlich der Taktbus fährt, beziehungsweise der Plusbus fährt. Und wir haben extra die Busse deswegen mit unseren schönen touristischen Symbolen ausgestattet, dass wir auch Werbung machen für unser schönes Vogtland, Werbung über die Region hinaus. Werbung für touristische Ziele im Vogtland und für das Busfahren. Wir haben auch dort an diesem Bus unsere verschiedenen Kategorien dargestellt. Also einmal diesen Plusbus, der dann stündlich bei uns durchs Vogtland verkehrt. Dann noch den Taktbus, der 2-stündlich bei uns vernetzt unterwegs ist. Und darüber hinaus noch auch die anderen Kategorien wie Stadtbus, Rufbus und Bürgerbus. Und alles auch schon auf dem Bus erkennbar, vernetzt auch mit dem Zug, mit der Eisenbahn, wo dann attraktive Umsteigemöglichkeiten entstehen. Und deswegen haben wir auch uns in einen neuen Slogan gesetzt, der da heißt Vogtlandweit vernetzt unterwegs, weil das am besten das neue Netz, wo dann die Busse zum Einsatz kommen, auch beschreibt. Der Plauner Omnibusbetrieb schafft insgesamt 40 Busse für jeweils 200.000 Euro an. Beklebt werden sie von einer Reichenbacher Firma. 39 sind also noch zu bekleben. Die werden wir dann September, Oktober kleben, sodass dann also ab Mitte Oktober das neue Bussystem fahren kann. Und wir hoffen, dass wir das alles bis dahin gut schaffen. Der Plauner Omnibusbetrieb entschied sich bewusst für einen speziellen Bustyp. Ja, wir haben jetzt hier einen Setra Low Entry 415 Business. Wir haben uns für diese Low Entry Variante entschieden. Man hatte die Möglichkeit zwischen Niederflur oder Low Entry. Low Entry bedeutet also niedriger Einstieg. Eine Variante, die für das Vogtland von Vorteil ist. Weil wir ja auch im Gebirge im Winter manchmal mit erschwerten Bedingungen zu tun haben. Darüber hinaus bietet der Bus aber noch einiges mehr. Zum Beispiel wird es ein kostenfreies WLAN für den Fahrgast geben. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, mit USB-Stick Handys aufzuladen. Dann haben wir noch doppelbreite TFT-Monitore, wo Fahrgastinformation, aber auch Werbung vom Verkehrsverbund wiedergegeben wird. Und zur Fahrgastsicherheit wird es dann noch eine Videoüberwachung geben. Am Tag darauf wurde der neu gestaltete Bus erstmals der breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Er war beim Festumzug des 60. Plauner Spitzenfests dabei. Ab dem 13. Oktober sind dann die Plusbusse mit dem Start des Vogtlandnetz 2019 in der Region unterwegs.